Erfahrungspunkte, außer das Pokémon, das das eigentlich brauchen könnte. Na, jetzt könnten wir mal die Elektroattacke gebrauchen. Schlitzer und Giftzahn. Wirbelwind, na toll. Ja, jetzt wird das sein. Giftzahn. Stachler verletzt. Oh mein Gott, wie oft hat der Stachler gemacht? Flügelschlag. Surfer und Giftzahn. Flügelschlag. Surfer und das ist weg. Brumbe erhält Erfahrungspunkte, Tropius erhält Erfahrungspunkte, Angler, Armin wurde besiegt. Dieser Kerl hier hat ganz groß verloren. Ich rede in der dritten Person von mir selber. Ich bin sogar bei einer Niederlage noch cool. Sixnogren, 7000 Pokédollar. Nach dieser überdimensionalen Pleite, ich meine, ich hätte nicht gedacht, wie wir die Trainer schaffen. Wir haben irgendwie so eine Elektro-Pokémon oder eine Elektro-Attacke, eine richtig gute, und eine Feuer-Attacke brauchten wir noch. Eine wirklich gute Feuer-Attacke. Aber ich überlege mir auch, wenn wir ja jetzt das Stratini ins Team aufnehmen. Warte mal, ich muss mal gucken. Mein beklopptes Gedächtnis hat natürlich wieder irgendwas vergessen. Ich habe doch noch... Nö, wir haben gar keine Pokémon. Oh doch, Giflor. Dann haben wir nämlich, wie wir jetzt sehen, 6 Pokémon. Das ist ein Problem. Ja, das ist ein ziemliches Problem, weil wegen, wenn man 6 Pokémon hat, dann ist es ziemlich schwer zu trainieren. Das heißt, wir müssten immer eins ablegen oder 2. Ja, ich müsste eigentlich eins davon weggeben, aber ich liebe sie alle gerade so. Ich meine, ich will einen Dragonier und ich will einen Sumpex, aber ich werde das Sumpex vielleicht mal... Ah, Sumpex ist auch in meinem die Erdattacken und so, aber Sumpex ist das, mit dem ich am wenigsten anfangen kann eigentlich. Das ist auch nur jetzt ein Wasser-Pokémon. Jetzt haben wir dann eigentlich keine Wasserattacke mehr, wenn wir das weglegen. Ich meine, das Team ist überhaupt nicht perfekt, also nicht im geringsten. Es ist ziemlich schlecht sogar. Aber ich liebe es trotzdem. Ich meine, jedes Pokémon ist für sich schon eine Wumme. Mein X-Bad und Giflor zusammen und Dragonier und Olaf und Simsala und Brumbeer. Das ist im 2. Im 2 gegen 2 sind das doch schon ganz schöne Hausnummern, würde ich mal sagen. Warum habe ich die jetzt eigentlich alle mitgenommen? Ich wollte doch die gar nicht mitnehmen. Okay, wir trainieren mal alle bis 60 und dann werden wir mal ein paar Pokémon ablegen und die müsste ich dann halt nachher dann nachtrainieren. Ja, wenn sie 60 sind, lege ich sie einfach ab und ja, werde einfach dann ein paar Pokémon eben nachtrainieren. Dieser Eisstrahl weiß ich auch noch nicht, wem ich beibringe. Ich müsste ihn eigentlich Dragonier beibringen, weil das Pokémon sonst nichts mehr lernt. Meine Ernst, das Pokémon lernt gar nichts mehr. Das ist das einzige relativ brauchbare, das dieses Pokémon noch lernt. Und das ist der blöde Scheiß. Weil, ja, Dragonier ist ein ziemlich sehr gutes Pokémon von den Werten her. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Aber es hat eben andererseits überhaupt nichts drauf, wenn es halt darum geht. Ja, weil es halt darum geht, irgendwie, ja, attackenmäßig zu glänzen. Und ich hoffe mal, oh, mein Traum ist es, durch die 7 Weltmeere zu schwimmen. 7! What? Oh Scheiß, eine Herausforderung von Schwimmerauswahl. Ist jetzt die Pokémon-Welt damit gemeint oder Quappo? In Dratini wird das schon machen. Wahrscheinlich jetzt kommt eine Attacke und ja, okay oder doch nicht. Schockwelle. Überroller, Schockwelle. Pokémon. Ja, okay. Überroller. Oh, nö. Psychonese und das müsste down sein. Yay. Level 51. Sehr, sehr gut. Die 7 Weltmeere zu durchschwimmen. Ich werde es niemals schaffen oder so irgendwie, hat das gesagt. Ich bitte mal darum, die kleinen Soundeffekte, wenn man zum Beispiel hier drauf schwimmt. Meine Fresse, also als das Spiel rausgekommen ist, war das wirklich eine... Mein Freund, diese Lügner sagt, ich sehe klasse im Bikini aus. Mein Gott, wer hat sich eigentlich die ganzen Texte überlegt für die ganzen Leute? Eine Auswahl von Schwimmerin Sieglinde. Enturin wird in den Kampf geschickt. Warum haben wir eigentlich das Wasser-Pokémon draußen? Kampf, es ist ja ein Psycho, scheiß doch einfach Erdbeben. Okay, Erdbeben müsste es einfach schaffen. Weil wenn es Erdbeben nicht schafft, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber ich werde dann, glaube ich, irgendwann mal... Oh, es ist, ja, ein Flug-Pokémon. Ist natürlich sehr toll, dass wir jetzt da... Oh Gott, das ist, glaube ich, ne, ein Flugwasser. Ein Flugwasser ist, glaube ich, ist Schluck viel. Psychokinese. Psychokinese, ja. Horter. Ach, ich hasse die Pokémon mit Horter. Können sich hochheilen, voll viel Damage machen und noch voll vielen anderen Scheiß. Spieler besiegt Schwimmerin Sieglinde. Uhuhuhaha.
So, na, herzlich willkommen zurück. Nachdem ungefähr zwei Züge, ein Flugzeug und 20 Millionen richtig laute Motorräder vorbeigefahren sind, konnte ich wieder weiter aufnehmen. Ich habe mich dabei ein bisschen fortbewegt. Kann ich gar nicht reinhüpfen? Boah, schade. Ja, wir gucken mal gleich hier rein. In den Mistkübel, der leer ist. Es ist kalt, dass man nichts, einfach gar nichts mit den Gegenständen hier anfangen kann. Mit keinem einzigen davon. Aber das Einzige, was man machen kann, Mistkübel durchsuchen. Was natürlich auch wieder cool ist. Ja, Hallihallöchen, was bringt dich hierher? Das ist bestimmt die schierige Neugier. Die schiere Neugier, mein Gott. Wow, ich wurde entdeckt. Dafug. War nur Dafug. Schönheit Halle und Teenager Emil. Mein Gott, ist das verpixelt irgendwie gerade. Das ist gerade eigentlich voll verpixelt. Ist mir gerade so aufgefallen. Ich hoffe, also in der letzten Aufnahme war es auch voll verpixelt. Und auf der Seite waren auch riesengroße schwarze Ränder, die mir auch irgendwie überhaupt nicht gefallen haben. Überhaupt nicht. Ne. Da konnte ich fast das Kotzen anfangen. Ich meine, Wind von Schönheit. Hä? Teenager sitzt auch irgendwas anderes ein. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Vieh? Das habe ich noch nie gesehen. Hä? Ist das neu? Mal ein Elektro-Pokémon und ein... Ach, fuck you. Erdbeben und Pokémon wechseln. Komm zurück, los, Money. Setzt, lädt sich auf, Ultladung, setzt Platscher, nichts geschieht. Oh mein Gott, nichts geschieht. Platscher auf Evil Doom Faces. Also wenn ich so ein Spiel programmieren würde, so neu programmieren, dann würde ich ja dem Platscher so eine Geheimfähigkeit geben, dass der zu einem Prozent, hat keine Wirkung auf, ach gut, es hat keine Wirkung auf X-Bart, das ist, dass Platscher so eine overpowerte Geheimattacke ist und weil keiner sich ein Platscher-Programm anfangen wird, wird keiner erfahren, dass es eine overpowerte Attacke ist und dann ganz am Schluss werde ich den letzten Gegner einbauen, der nur Carpathos hat. Mit lauter Platschern. Und Explosion. Eniko wird von Schönheit Halle in den Kampf geschickt. Mein Gott. Knogger wird von Teenager Emil in den Kampf geschickt. Ein Boden-Pokémon natürlich, nachdem sein... Och, weißt du, wo du mich lecken kannst? Giftzahn. Giftzahn ein... bisschen Gifte, Todesschwere Güte, doch. Ich liebe diese Six-Part. Money hat sich vorhin selbst verletzt. Hä, Eneko? Hat sich vorhin selbst verletzt? Mein Gott, das ist sehr effektiv. Trugschlag. Gift verletztes Pokémon, Surfer und... Der konfuse Strahl, ich setze den irgendwie viel zu wenig ein. Eneko wurde... setzt konfuse Strahl, wurde verwirrt. Eneko setzt Duplex hier ein. Dreimal getroffen, mein Gott. Olaf setzt fein und es ist weg. Eneko wird vernichtet. Vernichtet! Das ist sehr effektiv. Olaf erhält 400 Erfahrungspunkte und Sunny auch Erfahrungspunkte und Knogger ist verwirrt. Knogger haut sich selber. Oh Gott, ja, es haut sich selber und... Mein Gott, diese Konfusion hat sich irgendwie ausgezahlt. Olaf erhält da. Ja, Schönheit Halle und Teenager Emil sind besiegt. Nicht nur neugierig, sondern auch stark. Neugierig. Oh mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh mein Gott, jetzt habe ich den Typen seinen Satz verklickt. Tut mir echt leid. Du bist zwar ein starker Trainer. Ich werde dich zur Erinnerung im Pokénavi eintragen. Schönheit Halle hat dich im Pokénavi eingetragen. Na gut. Anscheinend ist das so. Oh mein Gott, unten ist ein Dings raus. Hier ist noch ein alter Knacker. Schiffe dieser Art sind sehr selten, daher schaue ich mir genau um. Das sind die anderen Kabinen. Die genau alle gleich aussehen und kaputt sind großteils. Oh, ein Item. Sixner hat Hafenbrief gefunden. Cool. Packen wir den Hafenbrief mal ein. Na toll, dieses wichtige Item. Namens Hafenbrief. Hallo? Wenn wir zu See fahren, nehmen wir Matrosen immer unsere Pokémon mit. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf? Ja, aber einen langen möchte ich jetzt nicht haben. Wehe, der hat 5 oder 6 Pokémon. Da bin ich ziemlich enttäuscht. Nö, 2. Na gut, das könnte ja ein schneller Kampf werden. Garados. Okay. Ein Flug-Pokémon. Los, Olaf, Bedroher von Garados ist schwul. Es ist ein Flugwasser-Pokémon, also müsstest du jetzt voll reinhauen. Regentanz ist halt ganz regnen, das geht weiter. Nein! Oder doch, wir haben das richtig ersetzt. Oh mein Gott, Drachentanz. Nein, ich hasse diese Attacke. Also im Player-Vs-Player-Modus Hyperstrahl. Ja,